Er will aus unserem Kloster ein Kraftwerk machen. Ja, geht denn das überhaupt? Ja, laut den Plänen, die er mir präsentiert hat, scheint es durchaus möglich zu sein. Aber Sie verkaufen das Kloster nicht. Solange die Zukunft unseres Mutterhauses nicht geklärt ist, stellt sich die Frage nicht. Dann wollen Sie wirklich zu uns ins Kloster ziehen? Glauben Sie mir, ich bin nicht erpicht darauf, den Rest meiner Tage in Ihrem Provinznest zu verbringen und werde die Räumung mit allen Mitteln und so lange wie möglich hinauszögern. Tabea ist weg. Ihre Sachen sind auch verschwunden. Naja, zumindest dieses Problem scheint gelöst zu sein. Ja, interessiert es Sie denn nicht, wo sie ist? Das erfahre ich in spätestens 2-3 Tagen, wenn ich die Zeitung aufschlage. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange durchhält. Sie haben Ihren Wunsch, Nonne zu werden, nie wirklich ernst genommen. Schwester Hanna, Tabea hat noch nie Verantwortung übernommen. Es war nur eines ihrer fixen Ideen, nachdem sie diesen Unfall hatte mit ihrem Freund. Das heißt, wir müssen weiter zu viert im Kloster zurechtkommen. Seien Sie dem lieben Gott dankbar dafür. Das erspart Tabea und uns allen eine Enttäuschung. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Treppe, das sag ich doch. Umziehen. Die ganze Truppe hier ins Musterkartenfall. Weil sonst wäre alles für die Katz, wenn wir keine andere Lösung finden. Ja, dann recherchieren Sie mal über diese Abschleicher von dem alten Gerstenbrunner. Ja, und dann rufen Sie Graf Sternberg an. Der soll um 17 Uhr in den Ochsen kommen, okay? Das war's. Hätte der Durchsage. Sie wollt aus unserem Kloster ein Kraftwerk machen? Wasserkraftwerk. Ja, haben Sie noch alle? Schwester. Das werde ich verhindern. Egal, was Sie mit der Baronin Mutter und dem Herrn Huber in irgendwelchen Hinterzimmern ausschnapsen, verlassen Sie sich drauf. Nicht, wenn ich die Wette gewinne. Weil dann müssen Sie sich aus allem heraushalten. Sonst schickt der da oben Sie zu dem da unten. Wohin der liebe Gott mich schickt, das lassen Sie mal meine Sorge sein, ja? Ja, solange Sie sich an die Abmachung halten, ist mir alles okay. Sind das die Pläne? Ja, sieht so aus. Und ich, gutmütiges Schaf, ja, nehme Sie bei uns auf, eine geschlagene Woche lang, um Ihnen auf bei Ihrer Suche nach Ihrem Schöpfer zu helfen. Und Sie nutzen das schadlos aus, um das Gelände zu sondieren. Wissen Sie, was Sie sind? Ja, das weiß ich. Und ich bin stolz drauf. Denn wer Großes will, der kann keine Rücksicht nehmen auf ein Gänseblümchen am Wegrand. Gänseblümchen? Also, das ist doch... Ist Schwester Hanna da? Nee, ich warte auch auf Sie. Hier draußen? Ja, das ist besser, als darin gelyncht zu werden. So schlimm? Naja, ja, sagen wir mal, der Start war eher ein bisschen suboptimal. Bitte. Was wollen Sie denn von Schwester Hanna? Schwester Hanna hat mir einen Job besorgt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn annehmen soll. Und, was ist das für ein Job? Verkäuferin im Autohaus Wöller. Ja, klingt jetzt nicht gerade nach dem Jackpot. Gebrauchtwagenhändler kommt gleich nach Versicherungsvertreter, ich weiß. Aber mir macht es einfach Spaß, mit Kunden über Motoren und Getriebe zu fachsimpeln. Ja, na dann, wenn Schwester Hanna Ihnen den Job besorgt hat, nichts wie hin, oder? Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich liebe, aber wenn immer alle an einem zweifeln, ja, zweifelt man irgendwann an sich selbst. Ich weiß nicht, was Schwester Hanna gemacht hat, dass Herr Wöller mir doch noch eine Chance gibt. Aber ich weiß, dass er es nicht tut, weil er an mich glaubt. Mein Aussehen missfällt ihm. Naja, also wenn's nur das ist, für das richtige Äußere kann ich sorgen. Bei mir, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Naja, Sie wissen, wie man Autos verkauft. Ich weiß, wie man sich richtig stylt. Wie wollen Sie das Wunder vollbringen? Das Wunder ist in meinen Koffern. Ja, dann seien Sie doch bitte so nett und richten Sie dem Herrn Grafen aus, dass Herr Wöller ihn um 17 Uhr im Ochsen erwartet. Das kann ich leider nicht sagen, aber es sei sehr dringend. Ja, genau. Danke. Wieder. Seit Stunden warte ich auf seinen Anruf. Ans Telefon geht er nicht. War er denn wenigstens bei der Frau Baronin in München? Ja, ja, schon, aber es ist wohl nicht so gelaufen, wie er hofft. Was soll das heißen? Naja, wenn ich Herrn Wöllers Äußerungen richtig interpretiere, dann ist es zu keinem Vertragsabschluss gekommen. Das darf doch wieder mal alles gar nicht wahr sein. Wo steckt er denn? Er ist auf dem Weg zum Autohaus. Was? Hier geht es um Millionen und der macht auf Gebrauchtwarenhändler. Das gibt's doch nicht. Halt, nein.
bitte nicht. Nehmen Sie Ihr Handy. Hä? Anordnung vom Chef. Die Leitung wird von Frau Labern abgehört. Wie bitte? Also ihr seid hier alle sowas von durchgeknallt. Das ist doch kein Rathaus mehr. Das ist der Ehrenanstalt. Ehrenanstalt. Diese neue Novizin, diese Tabea. Ist die hier? Die war hier. Die habt ihr mir aber nicht verkauft. Sag mal, bist du sicher, dass sie die Nichte der Mutter Oberin ist bei dem Leben, was sie führt? Geführt hat. Jetzt ist sie hier bei uns. Und wo steckt sie? Sie ist verschwunden mit dieser Frau Michaels. Ist die auch hier? Ja. Hanna, du glaubst doch nicht im Ernst, dass dieses Mädchen es wirklich ernst meint. Ja, warum nicht? Sie ist ein reiches, verwöhntes Gör. Hast du die Absätze gesehen unter ihren Schuhen? Und wir dürfen nichts sagen, weil uns sonst die Mutter Oberin aufs Dach steigt. Und du hast den Alkohol und deine Zigaretten und bist trotzdem eine wunderbare Nonne. Das heißt hier trotzdem... Felicitas, du weißt, was ich meine. Also, jetzt gibt Schwester Tabea wenigstens eine Chance, ja? Wo willst du denn hin? Ja, die beiden suchen. Ich brauche jetzt einen Kaugummi. Falls dieses Mordsweib doch noch auftauchen sollte, dann schanzen Sie hier die alten Kisten zu, die hier seit Jahren rumstehen, und wechseln Sie die Preisschilder aus. Ich wollte auch schon vorschlagen, dass wir die Preise senken, sonst geht gar nichts mehr. Was heißt hier runter? Rauf, Brotbeck, rauf, ja? Ich möchte, dass kein Auto heute verkauft wird. Ja, Treptow, haben Sie den Grafen Steinburg erreicht? Ja, dann bleiben Sie am Ball, ja? Und schicken Sie diesen alten Schweden hier, okay? Herr Mädchen, was machst du denn hier? Falls du ein Auto kaufen willst, heute leider nicht. Ich bin zwar so bescheuert, mich immer wieder auf deine Klosterspinnereien einzulassen, aber so bescheuert, so eine Schraubkarre von dir zu kaufen, bin ich nun wirklich nicht. Was ist mit dir los? Heute ein bisschen schnippisch oder was? Warum hat die Baronin nicht unterschrieben bei 5 Millionen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Am Anfang lief ja alles wie geschmiert. Die Obernonne war Feuer und Flamme. Ja, aber dann hat sie nasse Augen bekommen, als sie die 5 Millionen ablehnen musste. Und warum? Ja, weil sie sonst mit ihrem ganzen Münchner Trotz obdachlos ist, ja? Was denn? Ich weiß nicht. Ich komme mir so fremd vor. Aber Sie sehen super aus. Jetzt kommen Sie schon. Okay, ja, schaffen das. Ja, und wieso jetzt? Sag schon. Ja, weil der alte Gerstenbrunner in den letzten Monaten vor seinem Tod sein Testament permanent geändert hat. Ja, weil er Probleme hatte damit seiner Sippschaft. Und die letzte Fassung, die er quasi auf dem Sterbebett verfasst hat, die ist verschwunden. Leute, du machst nicht warten. Jetzt sag schon, das gibt's doch alles. Wer ist das denn? Ja, das wüsstest du gerne. Frau Michaels, war das die Idee von der Schwester Hanna, sie so aufzubrezeln? Ich passe mich nur den Wünschen meines neuen Chefs an. Finden Sie? Ja, also noch haben Sie kein Auto verkauft. Ja, Sie haben noch 3 Stunden Zeit, aber laut Schwester Hanna ist das ja ein Kinderspiel. Dann fange ich am besten gleich damit an. Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Bitte, Brotbeck! Ah, da sind Sie ja. Herr Brotbeck, Frau Michaels. Da hat Bischof Rossbauer sich gemeldet. Nein, das verstehe ich nicht. Er wollte doch noch vorbeikommen vor diesem Fußballspiel Löwen oder so gegen irgendwelche roten Teufel von irgendeinem Berg. Betzenberg, Kaiserslautern. Naja, wie auch immer. Aber verstehen Sie, dass das ein Mann wie Rossbauer an diesem, wie soll ich sagen, noch eher primitiven Spiel gefallen findet? Er war früher selbst Torwart. Und Frau Dr. Reuter hat seine Leidenschaft geteilt. Naja. Bischof Rossbauer ist gestürzt unten auf dem Parkplatz. Was? Nein. Oh mein Gott! Exzellenz, was ist passiert? Der Herr hat mir ein Bein gestellt. Ich soll wohl lernen, auf meine alten Tage etwas langsamer zu tun. Ach, was, auf dem Hundehaufen ist der ausgerutscht, weil den einer nicht weggeräumt hat. Sind Sie verletzt? Ja, aber ich kann nicht aufstehen. Bleiben Sie liegen. Der Notarzt ist gleich da. Die sind doch gleich um die Ecke stationiert. Tja. Ich fürchte, Sie müssen eine Weile ohne meinen väterlichen Zuspruch auskommen. Hätte ich doch nur nichts gesagt, dann wären Sie nicht gekommen. Und dann... Ja, dann säße ich jetzt auf meinem Tribünenplatz im Stadion. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind gestürzt? Ja,
Haben Sie Schmerzen? Ja, und wie? Wo? Überall. Überall? Ja. Aha. Aber hier, besonders hier in der rechten Hüfte. Da. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Sie bleiben bitte ganz ruhig liegen. Ja. Eine Bitte noch, Frau von Weilheim. Aber sicher alles, was Sie wünschen. Die Karten für das Fußballspiel. Ja. Im Handschuhfach. Ja. Von meinem Auto. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich das Spiel ansehen würden, mir zuliebe. Wäre schade, wenn die Karten verfallen. Ja. Wie Sie wünschen. Also dieses Auto kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Ich finde die Farbe sehr schön. Da bist du. Warum hast du nicht im Mutterhaus auf mich gewartet? Tut mir leid. Ich wollte einfach meine neuen Mitschwestern überraschen und ich hatte keine Lust mehr, nach der Pfeife meiner Tante zu tanzen. Erstens, ist deine Tante von jetzt ab die Mutter für dich? Und zweitens, was hast du mit der Frau Michaels zu tun? Naja, sie kam ins Kloster und hat nach ihnen gesucht. Es ging ihr nicht gut. Hast du sie so ausstaffiert? Ja, sieht toll aus, ne? Finden Sie nicht? Ja, und wie läuft's? Nicht so. Nicht? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht ein andermal, dass Sie noch mal... Aha, war wohl nichts. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Aha, Schwester Hanna, Kompliment, was Sie aus der Dame herausgeholt haben. Aber Sie werden trotzdem die Wette verlieren. Und sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ich meine, 30 Jahre Autoverkäufer, da weiß man, was geht und was nicht geht. Und Ladenhüter bleibt Ladenhüter. Da nützt auch eine neue Lackierung nichts. Ihr Kraftwerk werden Sie trotzdem nicht in unserem Kloster bauen. Ah, das lassen Sie mal meine Sorge sein, ja? Hauptsache, Sie halten sich da raus. Habe die Erika. Schwester Hanna. Frau Michaels, ich bin froh, dass Sie es trotzdem versucht haben. Schwester Tabea hat mich überredet, aber ich fürchte, es wird bei dem Versuch bleiben. Aus irgendeinem Grund klappt es heute nicht. Aber ich dachte, Sie sind so eine gute Verkäuferin. Die Autos, die hier rumstehen, naja, die Preise, die sind viel zu hoch. Das geht so nicht, da muss sich echt was ändern. Aber das hier, das ist ein feiner Gebrauchter zu einem wirklich fairen Preis und ich kriege ihn nicht los. Ich habe das Gefühl, die Leute vertrauen mir nicht. Ja. Was Sie sonst eigentlich immer tun? Vielleicht, weil Sie sich selbst nicht vertrauen. Aber Frau Michael sieht doch toll aus. Warum sollte sie sich nicht vertrauen? Ja, Sie sehen toll aus. Wirklich. Aber das sind doch nicht Sie. Ich weiß, aber... Nur weil der Herr Wöller meint, dass es bei einer Frau nur auf das Aussehen ankommt und nicht auf die Seele, müssen Sie doch nicht mitspielen. Das Kleid, die Schuhe, die Haare, das macht Sie schöner. Aber doch nicht glücklicher. Sie passen sich an und versuchen, einer Erwartung gerecht zu werden und verlieren dabei sich selbst. Was soll ich jetzt tun? Die Frage können nur Sie beantworten. Hallo, schöne Maid. Na, ist der Graf Sternburg schon hier? Der flotte Bodo? Ja. Nein, aber deine Ex-Sekretärin mit dem Herrn Lehmann. Ah ja. Darf man die Herrschaften fragen, was gefeiert wird, wenn auch nur mit Hausmarke? Und keinem Französischen. Im Gegensatz zu dir, aber auf meine Kosten und nicht auf die der Gemeindekasse. Und weil es mir ein Vergnügen ist, Frau Labans Bestätigung als Gemeinderätin zu feiern. Darf ich dann auch gratulieren? Ich wünsche für den weiteren Lebensweg, und ich bitte mich wörtlich zu nehmen, Hals- und Beinbruch. Was glauben Sie denn, wer Sie sind, nicht Herr Wöller? Frau Laban, was schert es die deutsche Eiche, wenn ein Wöller sich an ihr reibt? Und auf der nächsten Gemeinderatssitzung können Sie ihn ja dann in der Luft zerreißen. Worauf Sie sich verlassen können. Ich habe missgebaut, oder? Du hast getan, was du für richtig gehalten hast. Aber das war nicht das Richtige für Frau Michaels. Das nicht. Ja, also missgebaut. Ich würde sagen, dazugelernt. Merkt es einfach fürs nächste Mal. Wenn es noch ein nächstes Mal gibt, nach dem Empfang im Kloster heute. Was, so schlimm? Ich glaube, mir vertraut man so wenig wie Frau Michaels, nachdem ich sie in der Mangel hatte. Ich glaube, da täuscht ihr euch beide. Und? Wie schaue ich aus? Wie fühlen Sie sich? Besser. Das sieht man. Und jetzt? Auf in den Kampf. Viel Glück. Danke. Jetzt drücken wir mal die Daumen, würde ich sagen. Wie wär's mit Beten?
Was ist denn das eigentlich für eine Wette, die Sie da mit Herrn Böller am Laufen haben? Kein Wort zu deiner Tante. Ich sag schon nichts, oder sehe ich aus wie eine Petze? Als ich das letzte Mal nach einer Party verhaftet wurde, habe ich auch niemanden verraten. Na, das beruhigt mich jetzt ungemein. Sehen Sie? Das scheint zu klappen. Graf Sternburg, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Nicht ganz pünktlich, tut mir leid, aber... Ja, bitte sehr. Ihre Einladung hat mich auch sehr spät erreicht. Ja, dann werden Sie umso erfreuter sein, wenn Sie erfahren, warum ich Sie hierher gebeten habe. Bier, Wein oder Shampoos? Ja, Shampoos, da sagen wir nicht nein. Erika, den französischen. Ne? Ja, und was tut sich so in Ihren Latifundien? Haben Sie das Schloss von Ihren Ahnen schon an den Mann bringen können? Leider nur fast. Der Schönheitschirurg, den ich so an der Angel hatte, hat eine Menge Prozesse am Hals und hat sich vom Kauf wieder zurückgezogen. Das freut mich. Was? Ja, ich wollte sagen, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen einen neuen Käufer bringe? Aha. Ja, ist Ihnen der Name Beilheim schon mal in Ihren adeligen Kreisen untergekommen? Ja, ja, Baron Gieselherr von Beilheim, war ja Adjutant bei Hindenburg. Bei Hindenburg? Ja, seine Baronie liegt im Rheinland. Allerdings, soviel ich weiß, mussten die Nachfahren so ziemlich alles verkaufen. Die bringen nie die 3 Millionen her. Tja, Graf, es geschehen Zeichen und Wunder. Was halten Sie davon, wenn die Gemeinde, sprich ich, Ihnen das Schloss abkaufen? Herr Müller, Sie? Ja, ich würde es dann der Baronin von Beilheim, das ist die Oberin von dem Orden St. Magdalena, als neues Domizil anbieten. Ein Kloster in meinem Schloss? Ja. Wer spricht dagegen? Um Gottes Willen. Nichts. Ja, abgemacht. Abgemacht. Oh, Entschuldigung. Herr Meier, sind Sie fündig geworden? Kann man sagen. Paragraph 201 Absatz 2 Nummer 1 Strafgesetzbuch bedroht das Abhören des nicht zu seiner Kenntnis bestimmten, nicht öffentlich gesprochenen Wortes eines anderen mit bis zu 3 Jahren Haft oder Geldstrafe. Das haben Sie alles auswendig gelernt. Ja, und sagen Sie das mal der Frau Labern? Frau Labern? Ja, das ist am Eck mit Herrn Lehmann. So, da kommt ja unser kostbarer Sprudel. Bitte sehr, die Herrschaften. Champagner. 150 Euro die Flasche. Da läuft wieder irgendeiner von Wöllers Kamikaze-Deals. Will der Graf nicht sein Schloss verkaufen und kriegt es nicht los? Ja, kein Wunder bei den 2 Millionen Renovierungskosten, die das Denkmalamt veranschlagt hat. Ja, was will der Mensch mit einem verdammelten Schloss? Und was will Herr Meier von uns? Frau Labern, ich glaube, wir beide müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. So? Mhm. Lauschangriffe sind nämlich immer noch Sache der Polizei. Stimmt. Meine Koffer sind weg. Ach, hier kommt nichts weg. Wahrscheinlich sind sie im Haus. Ja, oder auf der Müllkippe. Bist du immer so negativ? Nee, aber sehr nervös. Ach, das wird schon. Na komm. Siehst du? Hallo. Alle mal herhören. Agnes, wo ist die Felicitas? Im Büro, am Computer. Und was? Das schon seit heute Morgen. Wieso? Weil ja irgendein Nikotinentzugstherapieprogramm. Felicitas, kommst du mal? Ja. Also, ich habe gehört, dass euer Anfang ein bisschen holprig verlaufen ist. Also schlage ich vor, wir vergessen den und fangen nochmal von vorne an. Ja? Darf ich vorstellen, das ist unsere neue Novizin Tabea. Willkommen. Danke. Und das ist unsere gute Schwester Agnes, die Mutter des Hauses. Köchin, Gärtnerin, Heilkundlerin und ach, was weiß ich noch alles. Grüß Gott. Freut mich. Und, ja, Felicitas, jetzt komm halt. Ja, was ist denn? Darf ich vorstellen, das ist Schwester Tabea, Schwester Felicitas. Das weiß ich doch. Wir fangen noch mal von vorne an. Und was soll das ändern? Alles. Also. Willkommen in der Entzugsanstalt Kaltental. Also, Felicitas, ehrlich.
Sie versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen. Na, hoffentlich. Tja, in unserem Kloster ist halt niemand vollkommen. Also, Lela, kannst du Tabea ihr Zimmer zeigen und sonst noch alles? Sicher. Komm. Aber in einer Stunde gibt's Essen. Ja. Das wäre geschafft. Oh. Und Sie können gleich wieder einsteigen und gehen. Sie sind für mich erledigt. Wieso? Gänseblümchen am Wegesrand. Ja, ich meine, ich rede viel, wenn der Tag lang ist. Aber seit wann legen Sie eigentlich jedes Wort von mir auf die goldene Waagschale? Seit Sie mir, der Frau Michaels und dem Rest der Welt das Leben schwer machen. Jetzt vergessen Sie mal, Frau Michaels, wo ich Ihnen, Schwester Hanna, eine so erfreuliche Nachricht überbringen darf. Sie mir? Ich Ihnen. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, der Einzug der Mutter Oberin samt Gefolge bleibt Ihnen erspart. Wie? Ja, trotzdem werden Sie auch hier ausziehen müssen. Allerdings in wesentlich weniger beengte Räumlichkeiten mit Seeblick, wenn mein Lebenswerk vollendet ist. Also wissen Sie was, Herr Wöller, mir reicht es jetzt. Und was Ihr Lebenswerk angeht, da wird mir die passende Antwort schon einfallen. Keine Angst. Moment, Sie haben die Wette verloren. Sie dürfen allenfalls am Wegesrand applaudieren, ob meiner genialen politischen Ränkespielchen. Welche Wette soll ich verloren haben? Oh, jetzt kommen Sie mir nicht so, Schwester Hanna. Gedächtnisschwund, wa? Das hier ist für Sie. Was ist das? Zwei Autos hat die Frau Michaels heute verkauft. Und das bei dem Schrott, den Sie da teilweise zu stehen haben. Und ich werde Ihnen weiterhin das Leben schwer machen, wenn Sie auch nur in die Nähe unseres Klosters kommen. Jetzt warten Sie doch, Schwester. Also gegen Ihre neue Unterkunft ist diese alte Bruchbude ein besserer Hühnerstall. Oh. Ja, wirklich. Also meine politische Zukunft und mein Lebenstraum stehen auf dem Spiel. Mit anderen Worten, mein Schicksal liegt in Ihrer Hand. Tut es das? Dann ziehen Sie sich mal warm an, Herr Wöller. Hm? Mhm.